Herzlich willkommen zurück bei Drilldozer. Heute in der Folge geht es hoch hinaus, nämlich in den Himmel, weil wir ja dem Doktor folgen wollen. Und deswegen gehen wir zu Metal City Skyline. So, und ohne große Videos oder so starten wir auch schon, aber wahrscheinlich werden wir jetzt gleich wieder angefunkt. Nö, werden wir nicht. Okay, also wieder ab durch diese Zeitblöcke. So, dem hier durch. Dann werden wir von diesen Projektilschussgeräten da, von diesen Stand-MGs angeschossen. So, ups, jetzt, ja, genau. Streck deinen Arsch hin, Jill. Ups. So, und sind oben angekommen, wo uns ein kleiner Polizist schon erwartet, der in einer übelsten Drehung einen Abflug gemacht hat. So. Jetzt kann ich zumindest meinen Satz mal eben beenden. Nein, der ist abgehauen. Oh, noch einer ist abgehauen. Mein Gott, jetzt habe ich ja kaum welche töten können. Naja. Und auf jeden Fall, wir finden schon direkt unseren zweiten Gang. Das ging ja diesmal schnell. Second Gear. Ich glaube, das so auszusprechen, da werde ich auch nicht faul von. Irgendwie macht das Spaß. Second Gear. Metal Gear. So, da kommen auch schon ein paar Polizisten mit den Skulkers zusammen uns entgegen. Oh Mann, hier ist ja eine richtige Party am Laufen. Anscheinend haben die Skulkers sich wirklich mit den Polizisten zusammengeschlossen, um gegen uns gemeinsame Sache zu machen. Und da sind die beiden Omas wieder. Der Diamant, wo ist er? Er hat so viel Power. Ja, ja, der Diamant wird uns wieder jung machen. Und dann werden wir die Welt erobern. So, und mal wieder haben wir die beiden als kleinen Boss dazwischendurch. Müssen ihn in den Magneten bohren, um sie außer Gefecht zu setzen. Dann wirbeln sie wild herum und wir müssen ihn ausweichen. Jetzt schmeißen sie schon ein paar mehr Bomben. Jetzt habe ich auch nicht wirklich gut getroffen. So. Ups, das war daneben. Den Bomben ausweichen. Und jetzt drehen wir sie wieder wild herum. Bis sie wieder herumflüddeln. Ihn schön ausweichen und dann schön drauf rumbohren. Immer schön drauf rumhacken auf die alten Menschen. So, das Ganze hier wird wieder enger. Und weiter geht's. Oh, die Bomben sind schon ziemlich nah aneinander. So. Nein. Ah, wenn die Omas uns nämlich treffen, sind sie nämlich wieder am Rumfliegen. Na, Mist. So. Crazy Omas. Autsch. Crazy freaking rumfliegende Omas. So. Mist. Na, da konnte ich ja nicht mal ausweichen. Ah, ich glaube jetzt auch nicht. Oh, Mist. Hier ist wirklich eng. So, jetzt aber. Jawohl. Hoffentlich war das die letzte Runde. Jawohl. Und die Omas wären besiegt. Brechen durch die Decke und lassen aber ihren Rotor fallen. Propeller-Action. Auf geht's. Du musst nur den Airpod da anbringen. Halte R, um nach oben zu fliegen. Wenn du R drückst und dabei L drückst, wirst du levitieren. Ja, genau diese Info hatte ich nämlich letzte Mal überlesen, dass ich mit L zusammen in einen Levitationsstatus komme und dann locker links und rechts mich halten kann. Gerade für das Ende dieser Stage ist das aber ziemlich wichtig. Von daher hatte ich so meine Problemchen mit diesem Level hier. Von daher, ja.
werde ich jetzt hier leichter, denke ich mal, durchkommen. Na, bohren wir uns also durch die Luft nach oben. Ah, und wir fallen immer ziemlich weit nach unten. Na, nun komm schon. Ich will doch nur nach da oben. Ach so. Erstmal eine Ruhe ausruhen. Ich will hier natürlich auch keine Kiste verpassen. Die Kisten gehen übrigens in diesem Status unheimlich schnell kaputt. Ach. Hier ist keine Kiste. Nicht für mal runterfallen. Na. Geh schon. Wieder auf der nächsten Plattform. Am Anfang ist es halt mit zwei Gängen noch recht schwierig hier zu manövrieren. So, da haben wir noch einen Chip ergattert können. Und dort ist auch schon das Ende dieser Stage. Aber hier ist noch ein Chip, den ich noch ganz gerne haben würde. Nein. Und da ist er weg. Okay. War also nichts mit meinem Chip. Ja, ich habe nur gerade mal ausprobiert, ob mir der Levitationszustand noch irgendeinen Vorteil bringt. Aber nö. Sobald die Bohrleistung zu Ende ist, ist sie zu Ende. Aber das dürfte ja jetzt Geschichte sein, weil jetzt bekommen wir unseren dritten Gang. Third Gear. Gotcha. Womit wir jetzt natürlich unendlich lange fliegen können. So, gucken wir uns erstmal hier um. Ja, hier sind soweit keine Kisten. So. Ach, ist auch nicht gerade einfach zu steuern. Kommt da irgendwas runter? Nö. Kommt da irgendwas runter? Ja, ein Chip. Und kommt hier irgendwas runter? Nö. Auch nicht. Gut. Hier haben wir zwei solche Blöcke. Und hier haben wir drei solche Blöcke. Okay. Übrigens, die Dinger an den Wänden können wir auch kaputt machen. weswegen wir uns hier ziemlich alles zerstören können, was in diesem Level ist. So. So, jetzt wieder ein Chip. Jawohl. Dort sind kleinere Fluggegner, die uns aber nur von unten wirklich was anhaben können. Die preschen dann halt nach oben. Sobald sie uns sehen. Und wollen uns mit ihrem Pixar pieksen. Ja, da ist wieder ein Chip. Na, hier nicht. Okay. So. Mal kurz gucken. Da Kiste ist. Nein. Also einfach weiter. Den kleinen Gegner lasse ich jetzt einfach mal aus. Hörst du mich, Boss? Du bist schon wirklich weit hochgeklettert. Die Konstruktion von dem von der Luft City ist nicht gemacht für solche Wege. Du kannst möglicherweise von Stahlbalken eingekesselt werden. Du musst schon ein bisschen rumhovern, um da geschickt durchzukommen. Ups, vergessen den dritten zu schalten. Na, ich krieg's auch heute nicht hin. So. Yeah. Unendliche Weiten. Lassen wir uns mal kurz noch mal ein bisschen fallen. Okay, in der Mitte scheinen wir durchzukommen, ohne nennenswerte Schwierigkeiten. So. Na, da oben ist noch eine Kiste. Mit etwas Energie. So, hier sind überall so Piekser. So, hier sind ein paar Bömmchen. Sind das überhaupt Bömmchen? Ich meine, es sind Bömmchen. Und dort sind die Jojo-Freaks wieder. Den wir direkt mal auf Anhieb erwischt haben und ausgeschaltet haben. Zum Glück schützt uns unser Bohrer vor so ziemlich allem. Na. Doofes Ding, du da oben.
So. Und noch einmal. Jawohl. Schnappen wir uns wieder den Chip. Was jetzt natürlich auch wieder nicht mehr so einfach ist. Da vorne sind noch ein paar Pixar und ein Chip. Jawohl. Oh. Hier ist auch wieder so eine Stelle, wo mir wieder mein Finger anfängt, weh zu tun vom ständigen Drücken. Ups, darauf liegen. So, gucken wir uns also wieder um. Links nix. Rechts auch nix. Aber in der Mitte ist ein kleines Chip-Geschenk. So, ach, da ist wieder Box. Ja, wenn der Driller sich einmal ordentlich in Bewegung gesetzt hat, ist der gar nicht mehr so leicht zu stoppen. Ah, Mist. Da müssen wir nochmal nach von unten anfangen. Einfach, weil ich die Chip haben will. So. Weiter geht's. Hier ist wieder eine Toolbox mit einem Chip, den ich nicht erwischt habe. So. Weiter nach oben. Da oben ist wieder eine Toolbox. So. Am besten bohren wir uns immer von unten dran. Ich glaube, das sind Bomben. Ich glaube, das andere war nur Piekser. Okay. Vor denen schützt uns selbst unser Bohrer nicht. Wie die bei den Wasserminen auch. So, hier müssen wir durch. Ich weiß, es ist immer ein bisschen nervig, weil ich hin und her fliegen muss, um die ganzen Kisten mitzunehmen. Aber was sein muss, muss sein. So, hier geht's weiter. Yeah, hier werden jetzt auch silberne Blöcke kommen. keine Stellen kommen, wo wir nochmal kurzzeitig zwischendurch laufen müssen. Sprich. Diesen Gegner hier platt machen einmal kurz. Sprich, wir werden jetzt auch den ganzen Level lang fliegen. Na. So. Wand erwischt. Ach, da wäre auch ein lila Block gewesen. Na gut, das wäre einfacher gewesen. Aber egal, dafür haben wir noch den dicken Gegner mitgenommen, der uns auch einen dicken Chip hinterlassen hat. So. Da ist noch eine Toolbox. Mit etwas Energie. Energie ist auch nicht schlecht. Ups. Schaltfehler. So. Komm schon. Mist. Okay, hier kommen wir jetzt den Gegner natürlich recht easy ausweichen. Einfach, indem wir uns schnell genug bewegen und sie in eine Mine rennen lassen. Okay. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Ach, da wären auch noch Chips drin gewesen. In der Froschbox. Naja, gut. So ein Mist, das sollte ich mir für nächstes Mal merken, dass da auch Chips drin sein können. So. Weiter geht's. Und zwar hier durch. Über diese Minen hinweg. Hier wird es jetzt ein bisschen wolkenreich. Wir kommen halt immer weiter nach oben. Die Sicht wird immer schlechter. Hier sind wieder zwei Boxen. Eine wieder mit viel Energie. Und die andere mit einem Mega-Chip. So, den Gegner bohren wir kurz an. Genau wie den anderen, wenn wir es denn schaffen. Na. So. Jetzt kann ich ihn natürlich in den Wolken gar nicht sehen. Egal. So, jetzt hat er mich sogar getroffen. Schwirrt er irgendwo da oben rum? Okay, egal. Gehen wir einfach weiter, lassen diesen Gegner aus und landen ganz oben. Auf dem Himmel von Metal City. Metal ist eine gigantische Hightech-Stadt. Die City ist, die Stadt kann selber das Wetter kontrollieren.
Und weißt du was? Wo du gerade hinschaust, das ist ein Drizzler. Oder sie nennen es Drizzler. du bist geskalkt bei mir, bevor ich es überhaupt realisiert habe. Oder skalkt? Wir haben ihn auf jeden Fall erreicht, bevor er es überhaupt erwartet hätte. Du bist ein nerviger Typ, oder? Oder nerviges Weib? Wie auch immer. Dieses komische Teil da oben sieht, scheint auszusehen wie eine ganz normale Wettermaschine. Aber es bekommt, es wird eine sehr mächtige Waffe, wenn es die Power des Diamanten erhält. Alles, was ich tun muss, ist ein paar Knöpfe zu drücken und ein paar Schalter zu ziehen, wie das hier. Und dann wird die wahre Genialität von mir gezeigt. Unser roter Diamant. Auf jeden Fall, das ist jetzt unser nächster Boss, die Wettermaschine, der Drizzler. Dieser tut eigentlich nicht viel, außer uns eine übelste Strecke zu geben. Der verrückte Professor hat eine Maschine kreiert, die einen verrückten Irrgarten erstellt. Bla bla bla, ich soll nicht gegen Stacheln fliegen und so weiter. Hier wusste ich zum Beispiel nicht, dass ich mit L levitieren kann. Also dabei gemischt. Ups. Und diese Wolken sind wirklich nervig. Na. Das Problem ist nur, sobald wir einmal die... Na. Das kriege ich es nicht mal mehr hinzuschalten. So, sobald wir nämlich die Stacheln berühren, hört nämlich auch der Motor auf. Was ein bisschen nervig ist. Auf jeden Fall ist es unsere Aufgabe, jetzt hier hochzukommen, während wir total eingenebelt werden. Von diesen komischen Käfern überall. So. Okay, wir sind jetzt hier oben. Stellen uns unter ihm. Ihr seht mich gerade nicht. Und reingebohrt. So. Jetzt baut er seinen Kurs wieder ab. Und boom. Zweiter Kurs. Dieser ist schon ein bisschen trickiger. Einfach aus dem Grund, diese kleinen Käfer da machen Wind ohne Ende. Und wollen uns halt in die Stacheln schubsen. Na. Was sie jetzt gerade auch getan haben. Hallo, darf ich hier wieder weg? Ja. Aua. Okay. Wie auch immer. Ich bin jetzt endlich dran. Kann ihn kaputt bohren. Und bumm. Zweite Runde zu Ende. Und er baut seinen Kurs wieder ab. Schleudert uns zurück. Und jetzt kommt der vermeintlich leichteste Kurs. Wenn ihr euch da mal nicht irrt. Er hat halt diese ganzen vielen Elektrokäfer, die bei jedem Treffer uns ungefähr bis nach ganz unten schicken. Ohne zu levitieren kommen wir hier nicht durch. Klar ist diese Strecke jetzt gerade einfach, das liegt aber einfach daran, dass wir levitieren können. Am nervigsten sind eigentlich hierbei da oben diese Käfer. Sie nerven uns halt, wenn wir bohren, schleudern uns zurück, ungefähr bis unten. Wie ihr gerade sehen könnt. Und von daher dürfen wir das Ganze von vorne tun. Diesen Käfern auszuweichen da oben bringt auch nicht wirklich was, einfach weil wir fallen so weit runter, sobald wir den Bohrer ausschalten, dass wir da unten in die Käfer wieder rollen. Also mache ich es lieber zweimal und dann ist er tot. Das ist übrigens auch die Stelle, wo ich damals dann Safe States mal gesetzt habe. Weil ich keinen Bock hatte, die ganze Stage nochmal abzufliegen. Ach ja, Karl Babu. Ah, und da ist die Wettermaschine, der Drizzler, kaputt. Und unser roter Diamant. Auf jeden Fall, jetzt wurden wir wieder gerade geblitzdingst. Unser roter Diamant ist weg. Und der Drizzler flippt voll aus. Was? Was passiert hier?
Ich dachte, wir hätten dem Drizzler die rote Diamantenpower geklaut. Er müsste eigentlich wieder friedlich sein. Das ist nicht gut. Der Drizzler hat zu viel Power von dem Diamanten bekommen. Er kann nicht stoppen. Wir müssen ihn besiegen. Okay, also nochmal auf zur nächsten Runde. Diesmal ist der Kampf aber nicht ganz so schwer. Wir müssen halt immer mal wieder... Wir müssen halt immer wieder diesen Steinen ausweichen. Dann dem fetten Strahl. Und ihn dann einmal treffen, nachdem er diesen fetten Strahl gegeben hat. Diese komischen kleinen goldenen Nuggets, die er nach uns schmeißt. Was, glaube ich, einfach nur Trümmer sind von ihm. So, jetzt schießt er seinen Strahl halt wieder und hat danach diese kleine Leuchtestelle da oben. Wir brauchen ihn auch nur kurz antippen. Welcher Gang ist völlig Wurst, weil hier haben wir sowieso keinen Platz, um in den dritten zu schalten. So, verziehen uns wieder hier in die Ecke und hopp. So, jetzt wird er schon ein bisschen freakiger. So. Oh, doch nicht hier auf mich. Okay, und noch eine Runde. Scheiße. Mist. Egal, wir haben noch genügend Energie übrig, um auch ruhig noch ein, zwei Treffer zu können, ohne dass wir irgendwie in nennenswerte Gefahr kommen. Geht doch. So ein Mist. Mist. Diese Runde habe ich nicht getroffen. Okay. Aber er hat uns auch nicht getroffen. Von daher zählen wir diese Runde einfach mal als nichtig. Okay. Diesmal hat er uns getroffen. Aber wir ihn auch. Jawohl. Und damit ist der Drizzler ein für alle Mal kaputt. Und nochmal Kabababu. Zweimal Kabababoom in einem Level. Wow. Und jetzt kriegen wir endlich unseren roten Diamanten wieder. Boss, du hast es endlich geschafft, den roten Diamanten zurückzukriegen. Wir kommen und picken dich auf dem Trailer jetzt. Bleib nur da sitzen und warte auf uns. Und wir springen auf. Jill, das ist nicht der richtige Trailer. Die Polizisten haben uns ausgenockt. Und dieser klaubische, fettwertige Piraten-Captain, wie auch immer, hat uns eingesperrt. Hey, so komisch aussehender Trailer ist aufgetaucht und hat sich den Boss geschnappt. Das ist nicht gut. Sie muss auf ihn gesprungen sein, weil sie nicht gewusst hat, dass das ein Fake ist. Hat man ja auch überhaupt nicht gesehen. Okay, wir haben den Diamanten zurück. Aber was ist mit dem... aber jetzt ist der Boss gekidnappt. Wie sollen wir das denn Duck erklären? Ich weiß es nicht. Duck? Kriegt eigentlich gar nichts davon mit. Immerhin ist er kaputt zu Hause im Bettchen am Liegen. Ja. Wer weiß, wo es jetzt steckt? Do you want to save? So. Wir können jetzt trotzdem mal den Shop besuchen, auch wenn gerade... Okay, hier ist jetzt die nächste Map. Das wäre für... Hideout? Ich glaube, das war für die erste Map. Oh, wir können uns auch gar keinen Energietank leisten. Okay. Halt die dritte Stage davon. Werde ich jetzt aber im Let's Play noch nicht kaufen. Das kommt erst, wenn wir mit dem Let's Play an sich, also mit der Story, fertig sind. Dann werden wir uns nochmal alles angucken. Weil dann haben wir auch alles an Equipment. So. Wie es aber jetzt weitergeht mit Jill, die ja jetzt gefangen wurde von den Skulkers, werden wir in der nächsten Folge sehen. Und ja, ich würde sagen, bis dahin. Tschüss.